Es gibt wieder eine neue Contouring-Technik, die vor allem Augen und Nase betrifft. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich nicht ohne Gesichtskontur existiere. Deswegen fühle ich mich dazu berufen, das auszuprobieren. Und ich konturiere meine Nase im Normalfall ganz anders als sie. Sie zieht nämlich da vorne ein komplettes V durch bis zur Spitze und das dann über den Bogen vom Auge. Und dann zieht sie hier zwei riesengroße Dreier. Dann füllt sie diese Part hier mit Foundation aus und danach zieht sie noch zwei Striche mit einem Blush Stick und jetzt heißt es verblenden. Ich glaube ganz ehrlich, dass das wirklich viel zu viel Contouring-Produkt ist. Ich verwende im Normalfall viel weniger. Zweite Seite. Ich starte jetzt mit der Foundation. Okay, bis jetzt finde ich das Ergebnis im unteren Bereich, da oben habe ich noch nicht richtig gearbeitet, echt gut. Ich lasse den Teil jetzt und mache da noch das Blush und dann erst die Nase. Aber es hat nach so viel Produkt ausgesehen und ich muss natürlich am Ende dann noch quasi den Rest gut verarbeiten. Aber es schaut so gut aus. Und jetzt bearbeite ich diesen Teil. Es ist so schön und es ist so einfach. Für die Nase verwende ich jetzt diesen Pinsel. Ich habe das jetzt verblendet. Ich muss es natürlich noch alles setten, aber das erste Ergebnis ist schon so schön. Ich habe schon viele Contouring-Techniken probiert. Das ist mit Abstand die sinnvollste, die ich bis jetzt probiert habe. Vor allem ist überhaupt nicht so viel Produkt. Und auch die Nasenkontur. Ich habe eine komplett andere Nasenform als sie. Und trotzdem, ich muss es natürlich da jetzt dann noch ein bisschen hervorheben. Aber ich bin richtig begeistert. Ohne Witz. Es ist richtig schön.